السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادة أصحاب الرسول، مدد يا مشايخ الدستور مولانا إن شاء الله قاعد هم ذلك قال مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. مدد يا مشايخنا، مدد يا سادة أهل البيت يا رسول الله، مشايخ الدستور ساداتنا، مدد مددكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. الله عز وجل order us to help each other for to do good thing, to help people, to help everything, human being or other thing. Allah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hat uns befohlen, uns gegenseitig zu helfen und uns gegenseitig zu unterstützen, Gutes zu tun und der Menschheit zu helfen und der Schöpfung zu helfen. This is main summary for Mu'min, for Islam, for and Islam, it is not only for our Prophet sallallahu alaihi wasallam, whole prophets in Adam and until Qiyamah, their until Prophet sallallahu alaihi wasallam, their Islam, inna din and Allah Islam. Religion bei Allah, so heißt es im Heiligen Koran, ist Islam. Und Islam war nicht nur der Weg von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sondern ist der Weg der Menschheit von Adam angefangen bis zum Tag des jüngsten Gerichts, ist der Weg bei Allah der Islam. If there no difference between any prophet, this is what Allah Azza wa Jalla said, لا نفرق بين أحد من رسله. All their Islam, Islam meaning peace, and this is what Allah sent for people. Und Allah sagt im Heiligen Koran, dass wir keinen Unterschied machen zwischen den Propheten. Ja, لا نفرق بين أحد من رسله. Und der Islam heißt Friede und der Islam ist der Weg für den Menschen. Now when they said Islam in world, they are afraid. So no, we are Christian, we are Jewish, we are Christian, Jewish from Adam alayhi salam, all this religion of Allah, Islam, they are Islam. Jetzt sagen Sie, dass Islam nicht Frieden bedeutet, sondern etwas anderes, so, Krieg. Und es gibt die Juden und die Christen zuvor, die akzeptieren nicht den Islam, aber der Weg bei Allah ist Islam. And the rule for this, to help each other for good thing, to help each other for with everything. This is with spiritual and material. Und es obliegt uns, dass wir uns gegenseitig helfen, im Guten helfen, uns auch gegenseitig helfen, Gutes zu tun. Und das bezieht sich auf das Spirituelle und auf das Materielle auch. What is the problem with this? This is big for who not following, not accepting prophets. It is big problem for them. Und
Wer die Propheten nicht akzeptiert, das ist ein großes Problem für diese Menschen. Well, they don't want this, they want to make chaos, to destroy people, to not help people, to torturing people. This is what they want, these people. Und diese Menschen, die diesen Weg ablehnen, sie wollen keinen Frieden, sondern sie wollen Chaos, sie wollen die Menschen zerstören und die Menschen in den Abgrund führen. For this it is a problem for them to obey what Allah Azza wa Jalla want for people through and tell people through his messengers, prophets, for people to make them do good things. Und deswegen, weil sie keinen Frieden wollen und Chaos bringen, ist das für sie schwierig. Und sie können nicht das akzeptieren, was Allah Jalla Jalaluhu uns befohlen hat, dass wir den Propheten folgen sollen und Gutes tun sollen. Well, this is the, now we are in time which most of this what Allah Azza wa Jalla order what he wants, nobody care about this. They not believe. Und wir leben in einer Zeit, wo die Mehrheit der Menschen sich nicht darum kümmern, was Allah Jalla Jalaluhu befohlen hat, und sie glauben auch nicht daran. Sie haben keinen Glauben im Herzen. I said, no, we must put something we can benefit from this everything. We calculate, we make plan for this human being to rule them. Und sie versuchen ihre eigenen Regeln zu bringen und diese auf die Menschen, den Menschen aufzuerlegen, so dass diese Gruppe von Menschen den möglichsten Nutzen aus der Menschheit rausziehen können und die beherrschen können. The most important person may rule them, to control them, to make them do what they like to do. Und das Wichtigste für sie ist dabei, dass die Menschen an der Nase rumführen können und die Menschen alle genau das tun, was sie von ihnen verlangen. And they are destroying families, gatherings, everything. It is benefit for humanity. It is enemy for them. It is aim for them to finish it. Und ihr Hauptziel ist es, die Menschlichkeit zu zerstören. Und alles, was damit zu tun hat, ist ihnen ein Feind. Und so versuchen sie, die Familien zu zerstören und mit den Familien auch die größeren Gemeinschaften zu schwächen und zu zerstören. And they was doing this since years. Slowly, 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 slowly. Every time making more and more. Und sie versuchen das schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Seit Jahren planen sie das schon und arbeiten an diesem Plan. Und langsam, langsam kommen sie ihrem Ziel immer näher und näher. And and now they become more stronger. They are making a little bit faster. Und jetzt haben sie eine Stufe erreicht, wo sie so viel Macht haben, dass sie jetzt auch den nächsten Gang eingeschaltet haben und das noch mehr beschleunigen, ihren Prozess. Because time of Najat
Najat, safety? Exactly. Time of safety, it is near for this one. Become too much asyan. Forgetting? No, asyan. Rebellion against Allah. Allah Azza wa Jalla patient until this coming so high, and after this he finished them. Ja, und die Zeit der Rettung ist sehr nah, und gleichzeitig ist die Rebellion der Menschen auf einem Stand und auf einem Level, wie es noch nie zuvor gegeben hat, aber das muss so sein, denn diese Rebellion muss auf einen Höhepunkt kommen, bevor sie dann komplett zerstört wird und dann die Zeit der Rettung kommt. And they make everyone every bad thing to be with this what they done, make it coming slowly without you feel you can finish, like water coming slowly, a man sleeping, he was not feeling, suddenly will sink and die. This is what they done, and slowly, people, they accept everything now. Und sie sind gekommen und schleichen, ohne dass die Menschen es merken, so wie wenn einer schläft und es kommt eine Flut und er wacht nicht auf und die Flut kommt und er wird unter dem Wasser ertrinken. Genauso haben sie auch ihre Regeln und ihre schlimmen Machenschaften langsam einschleichen lassen auf die Menschheit. Here, very important thing, Allah, Prophet ﷺ saying, when you see something not good, if you can change it by hand, change it. If not, you can tell them this is not good. If not, you must be, don't accept it by your heart. Say, even you say, this is, we cannot do anything but not accept. Of course, now these days, by hand, never you can do this. If you say something, they coming against you, also you cannot say, but your heart, you must not accept this. Und eine ganz wichtige Sache ist das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass wir, wenn eine Sache nicht gut ist, ja, wir sehen das dann, wenn wir die verändern können, sollen wir die verändern. Ja, mit Kraft und Tat. Wenn wir das nicht können, dann sollen wir wenigstens mit unserer Sprache, also dagegen reden und das mit unserer Sprache bekämpfen. Wenn wir auch das nicht können, dann sollen wir es mindestens im Herzen verurteilen. Und jetzt leben wir in einer Zeit, wo wir mit den Händen und mit unserer Tat kaum etwas ausrichten können. Und wenn wir etwas sagen, dann kommen sie alle gegen uns und die ganze Welt richtet sich dann gegen dich, wenn du etwas dagegen sagst. Aber das Mindeste, was ganz wichtig ist, dass wir es jetzt, diese Dinge im Herzen ablehnen. Of course, we all human beings, we have many faults, many wrong things we do, many sin we are doing, because we are not angel. But when we do something, we must be repent and make tawbah, ask for forgiveness for Allah. Astaghfirullah. Und wir sind alle Menschen, und Menschen sind so geschaffen, dass sie Fehler machen und Sünden begehen. Wir sind nun mal keine Engel, aber das Wichtige ist, wenn wir Fehler machen, dass wir danach Allah Jalla Jalaluhu Vergebung bitten und sagen Astaghfirullah. And there is one more important point here. When you do wrong,
don't make it appearly public, or don't say, I am like this, I am like that, I do this. Keep it secret. Und hier ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wenn wir Fehler machen und Sünden begehen, dass wir das nicht offenbaren für die anderen, dass die anderen das nicht sehen, sondern dass wir es geheim halten. This is bala. This is bala from ibtila. Curse from Allah. You do it and it is not good, of course, but when somebody do wrong thing, he mustn't say it or show it for other people, like drinking or doing bad thing or what they do. If he do it like this, it is more getting angry from Allah for him. Und die Sünden, die wir begehen, ist eine Art Schwierigkeit, die Allah uns aufgelegt hat, eine Art Fluch, die auf uns lastet. Und wenn wir dann so schlechte Dinge machen, wie zum Beispiel trinken, Alkohol trinken, dann sollten wir das auf jeden Fall nicht publik machen und nicht so, dass andere Menschen das sehen können, sondern möglichst verheimlichen. Denn wenn wir es offensichtlich machen für die anderen, dann ziehen wir noch mehr den göttlichen Zorn auf uns. Because it's encouraging other people and this is what Shaitan wants. Denn wenn wir es publik machen, dann fühlen sich andere auch ermutigt, das Gleiche zu machen. Und das ist genau das, was Shaitan sich wünscht. And they say, because when somebody thinks doing this and people not saying anything, they say, maybe it's normal, I can also do same thing. And it become normal around our Muslim community or other. So this is more dangerous and more not acceptable for Sharia or Tariqa. Denn es kann sein, dass andere Menschen das sehen, wie wir trinken, oder wenn jemand trinkt und dann Alkohol trinkt, und dann sehen die auch, dass niemand etwas dagegen sagt. Keine anderen Personen sprechen sich dagegen aus. Und so sehen sie das dann als normal an. Und so kann sich dieser Brauch dann einschleichen in eine islamische Gemeinschaft. Und deswegen ist es mehr und eine schlimmere Sünde in der Scharia, so etwas offensichtlich zu machen. Now they're making maybe sometimes very small group, you see, you thought it is too much because they make big voice everywhere. This is to encourage people to come to be like them. Und manchmal gibt es kleine Gruppen, die es schaffen, durch viel Tamtam und viel Schreierei so auszusehen, als wären sie eine ganz große und starke, bekannte Gruppe. Und so denken die Menschen, ja, denen können wir folgen. And for this, our duty to not give them this chance to do this, to encourage people to be like them. Und es ist unsere Aufgabe, dass wir nicht diesenjenigen dann diese Chance geben und versuchen, dass Menschen nicht wollen, so wie die zu sein. Und Prophet sallallahu alaihi wa sallam say, when somebody he do sin and not telling anybody except Allah know, and he pass away like this, Allah Sattar, he make him covering him. And Qiyama, also if in dunya not making appear, in Akhira Qiyama also,
Allah said, I didn't make him to be in between people to be not good one. Here also, he forgive him. Und das ist auch eine Barmherzigkeit von Allah, dass wenn jemand sich daran hält und seine Sünden und seine Fehler möglichst bedeckt und sie auch von den anderen Menschen nicht offenbart, sodass die Menschen das nicht mitbekommen, dass er dies oder jenes gemacht hat, ja, dass er auch dann, Allah ist Satar, Allah hat es bedeckt, und so wie er es in dieser Welt bedeckt hat, wird Allah es inshallah auch dann am Tag des jüngsten Gerichts bedecken. Mawla Shaykh Abdullah was saying, Shaitan he working very hard to make people make bad thing. Very, very hard he make. He tired himself, and after Allah Azza wa Jalla give this chance for people. What he done, built from big sins and other things, with Allah mercy, it will collapse and nothing, all this he started going without anything. Und Sheikh Abdullah Faizid al-Rustami hat gesagt, dass Shaitan sehr hart daran arbeitet, dass wir ganz viel Schlechtes tun in unserem Leben. Und wir bauen uns einen Berg von schlechten Taten auf. Und Shaitan arbeitet daran und arbeitet und macht sich, ermüdet sich ohne Ende. Und ganz am Ende lässt Allah, Jalla Jalaluhu, wenn er will, diesen ganzen Berg von Sünden einfach kollabieren und lässt davon nichts mehr übrig. This is good tidings for moment for believer, don't be hopeless. What you do from sins, from even it is like mountains, Allah take them away when you ask for forgiveness and for repent. You repent. Deswegen sollen die Gläubigen nicht verzweifeln, sie sollen nicht hoffnungslos sein. Egal wie groß eure Sünden sind und wie viele sie sein mögen, wenn ihr Allah um Vergebung bittet, wird er euch vergeben. For this we are, we must be careful, because everything, not only in Europe, everywhere in the world, same nearly, because there is this global, everything, every bad thing, everywhere you can find. Und in dieser Zeit müssen wir sehr vorsichtig sein, denn es ist nicht nur in Europa so oder an einem Platz in dieser Welt. Ja, das Schlechte hat sich überall auf der ganzen Welt, in jeder Ecke dieses Planeten verbreitet. Well, this Maulana was try to make everything different from other people, our custom, our behave, speak, and many things. Maulana never look like modern people. Und deswegen wehrte Maulana sich gegen diese Gesellschaft, Maulana Sheikh Nazim, und machte alles genau umgekehrt wie sie. Er hatte andere Bräuche, er hat anders gesprochen, er hat ein anderes Benehmen und er hat sich anders gekleidet als die moderne Gesellschaft. Of course we cannot all of them, you can do this, but at least sometimes you must do it. Und natürlich können wir das nicht alle immer überall umsetzen, so wie Maulana Sheikh Nazim, aber ab und an sollten wir genau das tun. He was really very
sensitive for everything. He know the meaning of things. Und Maulana war sehr sensibel mit sehr vielen Sachen, denn er kannte die wahre Bedeutung der Dinge. And by his, because difficult for people, not telling them to ordering much difficult thing, but by him action, by his way of life, mashallah, thousands of people, they are imitating him, and all around the world, they are known as Mawlana Sheikh follower. Und Mawlana versucht es nicht schwierig zu machen für die Menschen. Und überall sehen wir ganz viele Leute, die er durch seine Erscheinung und durch seine Art und seine Lebensart und was er gebracht hat, die ihm folgen und die ihm nachahmen. Überall auf dieser Welt hat er sehr, sehr viele Menschen, die ihm versuchen zu folgen. He was never make people to be ashamed even something happened. He not saying anything. He's like, when he's not happy, not giving direct order. Und Maulana Sheikh Nazim ging sehr vorsichtig um mit den Menschen und versuchte sie niemals in eine beschämende Situation zu bringen. Und auch wenn er mit einer Sache nicht zufrieden war, die eigentlich hätte korrigiert werden müssen, hat er das auch nicht im direkten Weg, sondern indirekt gemacht. Many times we was not happy with some people doing some wrong thing. When we tell him, he every time give excuse for them. Und sehr oft gab es Leute, die Fehler gemacht haben, verschiedene Sachen gemacht haben, die waren unzufrieden mit denen, sind zu Sheikh Nazim gegangen und haben ihm das gesagt. Und als wir ihm das gesagt haben, hat er jedes Mal versucht, eine Entschuldigung für diese Menschen zu finden. Once we, one our Nabil, I think, Rahmatullah Alayhi, was saying about one man, he is like this. Mawlana was, who is Astahi? He was shy? He's shy. And his man, he don't know meaning of shy. This was very funny. Was, when he said this, Mawlana was all laughing there. Nabil saying for one man something, he was making not good thing for people. So Mawlana make excuse for him. He said this, he is shy. And this man, he never know meaning of shy. Nabil, he was also talking about one man to Maulana Sheikh. And Nabil, rahmatullah alayhi, einer der Diener von Maulana Sheikh Nazim, er sagte auch zu Maulana, dieser Mann hier, der macht verschiedene Sachen, Probleme und so. Und Maulana sagte dann als Entschuldigung für ihn, ja, der ist eine sehr schüchterne Person. Und er war eine Person, die noch nicht mal weiß, was schüchtern überhaupt bedeutet. Maulana was like this, and make, like to make people give excuse for them, even with joke. Und so war Maulana Sheikh Nazim, dass er immer versuchte, die Menschen zu entschuldigen, ja, auch in scherzhaft, auf scherzhafte Weise und mit Leichtigkeit, dass er die Menschen entschuldigt und in eine gute Situation bringt dadurch. Maybe he don't like to show
bad thing from people to other people, not to say this man he doing this and we can do for this, he closed this Maulana. Und es mag sein, dass er das machte, damit, ja, dass wir nicht zeigen, schaut mal hier, diese Person hat dieses Schlechte gemacht, ja, und dass wir das dann öffentlich präsentieren zu den anderen Menschen, so dass am Ende niemand das sieht und kein anderer auf die Idee kommt, das Gleiche zu machen. Möge Allah seine Stufe erhöhen in Ewigkeit. Inshallah, his support with us, alhamdulillah, we are feeling him, inshallah, his Ruhaniyat is here, alhamdulillah. Alhamdulillah. Und wir hoffen, dass seine Spiritualität und seine spirituelle Unterstützung mit uns ist. Und wir fühlen das, dass seine spirituelle Präsenz hier anwesend ist. Allah accept your ziyara. All of you come for love of Allah, for love of Prophet, for love of Mawlana Sheikh Nazim al-Haqqani. Und möge Allah Jalla Jalaluhu den Besuch von euch allen akzeptieren. Und ihr seid alle gekommen für die Liebe von Allah Jalla Jalaluhu, für die Liebe von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und für die Liebe von Mawlana Sheikh Nazim al-Haqqani. Allah keep all of you and all of your family or Muslim safe from this fitan. End of time. Amen. Und möge Allah euch retten und in Sicherheit halten von in dieser schwierigen Zeit und dieser ganze Fitna von dem Ende der Zeit jetzt. Allah Taufiq al-Fatiha. Allah.